So, wie bereits gesagt, die wichtigste Schleife, mit der wir zu tun haben werden, oder eine der häufigsten Schleifen, mit denen wir zu tun haben werden, ist die While-Schleife. Die sieht von der allgemeinen Form her so aus. Wir haben eine Bedingung und dann haben wir einen Block, der fängt wieder an mit geschweifter Klammer und endet mit schließender geschweifter Klammer, und wir haben einen Schleifenrumpf. Und dieser Rumpf wird ausgeführt solange die Bedingung true ist. Was kann denn hier passieren? Welche Dinge können denn jetzt hier passieren, wenn wir sagen, der Rumpf wird ausgeführt, solange die Bedingung true ist? Was kann denn da in jedem Fall schon mal passieren? Ja, also vor dem Eintritt in die Schleife wird die Bedingung geprüft. Und dann wird gegebenenfalls, falls die true ist, der Rumpf durchlaufen. Was kann denn da jetzt passieren? Ja? Wenn die Bedingung sich nie ändert, läuft es unendlich lange. Genau, wenn die Bedingung sich nie ändert, läuft es unendlich lange. Das ist ein Punkt. Und? Ja? Genau, und wenn die Bedingung von Anfang an false ist, wird die Schleife möglicherweise nie betreten. Das kann durchaus im Sinne des Programmierers sein. Ja, es kann also sein, dass es durchaus Situationen gibt, in denen man eine Bedingung prüft, die ist nicht true, und dann wird die Schleife einfach übersprungen. Das größere Problem ist das, was Sie gerade sagten: Wenn die Bedingung im Ablauf niemals true wird, dann wird auch die Schleife niemals false wird, dann wird auch die Schleife nicht enden. Das heißt, wir müssen im Rumpf mindestens eine Variable haben und im Rumpf ändern, die auch in der Bedingung ausgewertet wird. Ja, also im Rumpf muss mindestens eine Variable geändert werden, die wir in der Bedingung auswerten. Ansonsten können wir nicht sicherstellen, dass die Schleife endet. Das ist ein wichtiges Muster, das müssen Sie sich unbedingt merken. So, und nachdem das durchgelaufen ist, ist die Bedingung jetzt in jedem Fall false. Ja, also an dieser Stelle, wo ich jetzt gerade schreibe, ist die Bedingung mit Sicherheit false. So, wir wollen uns das mal mit einem Beispiel anschauen. Und zwar lesen wir eine Zahl ein von der Tastatur, so wie Sie das schon kennen. Da gibt es jetzt möglicherweise noch irgendwelche Ausgaben davor, die dann sagen, was wir da eigentlich einlesen wollen. Wir lesen halt irgendeine Zahl ein. Und dann gibt es halt diese Schleife mit einer Bedingung, und in der Schleife wollen wir immer machen, y ist gleich y mal 2, und wir wollen in der Bedingung überprüfen, dass i kleiner gleich n ist. Was heißt das jetzt? In der Bedingung steht jetzt drin i kleiner gleich n, also solange i kleiner oder gleich n ist, wird diese Schleife immer wieder betreten und die Berechnung weiter ausgeführt. Damit i irgendwie eine Chance hat, in Richtung n zu laufen, müssen wir i in der Schleife erhöhen, beziehungsweise eigentlich schreiben wir i ist gleich i plus 1, und dafür gibt es eine Kurzform, die heißt i++. Das ist genau dasselbe. Ja? Also wenn wir i um 1 erhöhen wollen, können wir auch schreiben i++. So. Und jetzt kann es eben dazu kommen, oder wird es eben dazu kommen, vorausgesetzt, dass n eine positive ganze Zahl ist, dass das i irgendwann an das n heranläuft und dann die Schleife nicht mehr ausgeführt wird. Was haben wir jetzt vergessen? Jetzt fehlen hier Initialisierungen. Bevor man eine Schleife ans Laufen bekommt, muss man immer die Variablen initialisieren, die in dieser Schleife verwendet werden. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erlebt,
auch in den Übungsaufgaben, dass man Variable initialisieren muss. Das heißt, wir initialisieren hier mal das i mit dem Wert 1 und wir initialisieren das y auch mit dem Wert 1. Was wird hier berechnet? Wer kann das sagen? Also y wird jedes Mal verdoppelt und das Ganze geht bis n, ja? 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 2 hoch n, genau. Das ist das, was diese Schleife jetzt berechnet. Ja? Also das ist ein Muster, was Sie sich merken können. Man muss Variable vor einer Schleife initialisieren und man muss wenigstens eine Variable, die in der Schleifenbedingung auftaucht, im Schleifenrumpf ändern, weil ansonsten die Schleife nicht enden kann. Selbst wenn Sie jetzt sagen, es gibt aber Schleifen, die ewig laufen sollen, wie beispielsweise ein Webserver, auch da ist das so, weil man den Webserver ja von außen anhalten kann. Der prüft also gegebenenfalls auch beim Schleifendurchlauf, ob er ein Anhaltesignal erhalten hat. Ja. Also Endlosschleifen, sowas wie while true, hat man praktisch im echten Leben nie. So, sowas ähnliches kann man jetzt auch mit einer do-while-Schleife machen. Die fängt so an. Da haben wir jetzt ein i gleich i plus 1 und ein y ist gleich y durch 2. Und das machen wir jetzt mal ein bisschen anders, while i kleiner 10. Ja, in der do-while-Schleife ist jetzt der wesentliche Unterschied, dass die in jedem Fall einmal betreten wird. Also in dem Moment, wo der Programmablauf am Do ankommt, wird ja nicht die Bedingung überprüft, sondern es läuft weiter. Das heißt, wir werden einmal i inkrementieren und danach y halbieren. Und erst danach wird die Bedingung überprüft. Ja, wir werden nachher noch sinnvolle Fälle sehen, wo man das vernünftig einsetzen kann. Aber ansonsten sind die Schleifen von der Logik her identisch. Sie werden so lange durchlaufen, wie die Bedingung wahr ist, wie die Bedingung zu true ausgewertet wird. Das muss man sich immer merken. Das werden wir nachher gleich noch sehen, dass das mitunter zu so einer negativen Logik führt, wenn wir nämlich beispielsweise in der Schleife so lange drin bleiben wollen, wie ein Fehlerzustand vorliegt. Ja? Dann muss man diesen Fehlerzustand in einen True-Wert übersetzen, aber das werden wir dann auch gleich noch sehen. Ja? Also die While-Schleife, wenn wir am Anfang die Bedingungen prüfen wollen, die Do-While-Schleife, wenn sichergestellt sein soll, dass die Schleife mindestens einmal durchlaufen wird und gegebenenfalls dann noch weiter. Das hängt dann vom jeweiligen Anwendungsfall ab, was man da machen will. Ich will einmal ein Beispiel zeigen. Und zwar wollen wir eine Zahl einlesen und wollen, oder wir wollen viele Zahlen einlesen und wollen die aufaddieren und wollen am Ende die Summe ausgeben. Wir benötigen natürlich ein Signal, wann der Benutzer sagt, so jetzt habe ich genug, und da sagen wir einfach, wenn 0 an der Eingabe eingegeben wird, dann wollen wir das als Signal werten, dass der Benutzer jetzt keine Lust mehr hat, noch Zahlen einzugeben und dann die Summe ausgeben. Wie viele Variablen benötigt man denn dafür? Wir wollen Zahlen entgegennehmen in der Schleife und die immer aufsummieren. Wie viele Variablen braucht man dafür? Ja, wir brauchen eine fürs Einlesen und eine, um die Summe mitzuführen. Also zwei. Ja? So, die ist für unsere Eingabe. Also ins X werden immer unsere Werte eingegeben. Und wir haben eine Summe. Wie initialisiert man eine Summe?
Ja? Mit 0, genau. Man benutzt für eine Summe immer 0 zur Initialisierung. 0 deswegen, weil das das neutrale Element der Addition ist. Das neutrale Element der Multiplikation ist die 1. Das heißt, ein Produkt würde man immer mit 1 initialisieren. Damit, wenn man irgendwas dran multipliziert beim ersten Mal, dann keine Verfälschung durch die Initialisierung entsteht. So, das ist das Ergebnis. Und das ist jetzt so ein Muster. Ja? Die Initialisierung vor der Schleife bei einer Summe eben mit 0, bei einem Produkt beispielsweise mit 1. So, jetzt wollen wir unser x, das müssen wir jetzt einmal einlesen, weil wir ja mit unserer While-Schleife am Anfang unsere Bedingungen überprüfen müssen. Was wäre jetzt die Bedingung? Wann wollen wir aufhören? Ja? Wenn x gleich 0 ist. Deswegen kann ich jetzt auch x nicht mit 0 initialisieren, weil ich dann beim ersten Mal bei der Prüfung sofort meine Abbruchbedingung für die Schleife erfüllt hätte. Deswegen müssen wir x jetzt einmal einlesen. Hier auch wieder denken Sie sich die ganze Ausgabe mit System Out Print, bitte eine ganze Zahl. Denken Sie sich immer dazu. So, und dann kommt unsere Schleife. So. Was machen wir in der Schleife? Naja, wir addieren das x, was eingegeben wurde, immer zu der Summe dazu. Das ist auch wieder so ein Muster. Das macht man auch ganz oft in Schleifen. Dass man irgendeinen Wert hat und der in jedem Schleifendurchlauf verändert wird. Dazu nimmt man immer den alten Wert und mathematische Operationen, die den dann verändern. Das müssen nicht mathematische Operationen sein, das können auch String-Operationen sein oder sonstige Programmkonstrukte. Ja? Dann würden wir wieder die Ausgabe machen, nächste Zahl. Und dann würden wir wieder x einlesen. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, das hier muss scan heißen. Also muss es natürlich nicht, aber es muss dieselbe Variable sein. So, und dann ist unsere Schleife im Prinzip schon zu Ende. Ich erkläre dann gleich nochmal, was jetzt hier passiert. Wie lautet denn jetzt die Bedingung? Wann müssen wir aufhören? Ja? Genau, solange x ungleich 0 ist. Ja? Solange der Benutzer keine 0 eingegeben hat, machen wir immer weiter. Und am Ende kommt dann eben die Ausgabe, irgendwie die Summe lautet plus Summe. Ja? So, was passiert jetzt in der Zeile x ist gleich scan.nextInt? Da lesen wir ja wieder einen Wert ein, den wir aber in diesem Schleifendurchlauf gar nicht mehr verarbeiten. Das ist auch so ein Muster, was oft passiert bei Schleifen, dass wir in einem Schleifendurchlauf schon den nächsten vorbereiten. Also dass wir Werte entgegennehmen, irgendwoher, oder Werte berechnen, die wir dann im nächsten Schleifendurchlauf benötigen. Ja, das ist auch so ein Muster, was man sich einprägen kann. Anders könnte man das jetzt auch gar nicht konstruieren, weil ich ansonsten ja mit dieser While-Schleife nicht prüfen könnte am Anfang, ob das eingegebene x ungleich 0 ist. Deswegen muss das in dieser Reihenfolge auch passieren. Jetzt könnte man argumentieren, dass man stattdessen ja eine Do-While-Schleife nehmen könnte, wo man am Ende prüft. Davon wäre jetzt hier aber abzuraten, weil das nur deswegen funktioniert, weil die Eingabe 0 das Abbruchsignal wäre und jetzt gerade in diesem spezifischen Fall, dass wir eine Summe bilden wollen, nicht zu einer Veränderung des Ergebnisses führen würde. Wenn wir irgendeine andere Abbruchbedingung hätten, dann würde so eine Fehleingabe immer dazu führen, dass wir unser eigentliches Ergebnis verändern. Ja, das muss man eben auch im Hinterkopf behalten. Also wir bereiten in einem Schleifendurchlauf häufig den nächsten Schleifendurchlauf vor.
So, jetzt wollen wir uns das mal anschauen. Sie erinnern sich an das Beispiel mit diesen Monatszahlen. Da hatten wir ja gesagt, wenn jemand eine Monatszahl, die nicht zwischen 1 und 12 liegt, eingibt, dann geben wir aus, dass es eine falsche Monatszahl ist. Mit so einer Schleife kann man jetzt sicherstellen, dass man immer eine korrekte Zahl hat. Also wir wollen dafür sorgen, dass der Benutzer so lange Zahlen eingeben muss, bis wir damit zufrieden sind und sagen können, jawohl, daraus kann ich jetzt tatsächlich eine Jahreszeit berechnen. So, und dazu würde man jetzt eben so eine Do-While-Schleife verwenden, weil wir sicher sind, dass wir mindestens einmal eine Monatszahl eingeben müssen. Ja? So. Also, wir machen so eine Ausgabe, Monatsnummer. Und dann lesen wir in die Variable m eben den jeweiligen Wert ein. So, auch wieder die Initialisierung der Variablen, die finden Sie jetzt in dem Programmteil, den ich vor 2 Wochen vorgestellt habe, zur bedingten Programmierung, zur bedingten Ausführung. So. Wie muss denn jetzt die Bedingung lauten? Wie, also erstmal nicht auf Java-isch, sondern in deutschem Text. Wie lange bleiben wir in der Schleife drin? Ja? Genau, also solange die Monatszahl nicht stimmt, solange sie falsch ist. Und das ist genau die Bedingung, die Sie gerade gesagt haben. Solange m kleiner ist als 1 oder m größer ist als 12. Beachten Sie hier, dass hinter dem while, hinter der Bedingung noch ein Semikolon stehen muss. Bei dem anderen while allerdings nicht, weil direkt dahinter ein Block losgeht. Ja, also das ist jetzt die Bedingung. Wir haben jetzt hier sozusagen eine sogenannte negative Logik. Wir prüfen etwas und wir versuchen, die Schleifenbedingungen zu true auswerten zu lassen, solange der Wert nicht dem entspricht, den wir haben wollen. Ja? Also an dieser Stelle steht jetzt fest, dass 1 kleiner gleich m kleiner gleich 12 ist. Und das ist ja das Ergebnis, was wir haben wollten, weil ansonsten die Schleife nie verlassen wird. Ja, solange falsche Zahlen eingegeben werden, bleibt das Programm in der Schleife hängen und fordert immer neue Eingaben ab. So, jetzt haben wir immer diese Bedingungen. Wir haben ja gerade gesehen, dass die auch kompliziert sein können oder möglicherweise eben auch kompliziert zu analysieren sein können. Und deswegen gibt es noch eine weitere Schleife, und zwar die sogenannte For-Schleife. Ich schreibe einmal das Muster auf. In der For-Schleife folgen in der Klammer durch Semikolon getrennt 3 Teile. Ich schreibe einmal drunter, um was es sich hierbei handelt. Das ist einmal hier die Initialisierung. Wir können also unsere Schleifenvariablen direkt im Schleifenkopf initialisieren. Dann kommt eine Bedingung. Und dann kommt das Inkrement. Das haben wir jetzt bei der Schleife mit der Summe auch alles gehabt. Ja, da war die Initialisierung, dass wir gesagt haben, wir initialisieren die Summe mit 0. Wir haben die Bedingung, dass unser x ungleich 0 sein muss und unser Inkrement war in dem Fall, dass es immer eine neue Eingabe gegeben hat. Oder wenn Sie nochmal an die Schleife denken mit dem 2 hoch n, da hatten wir ja die Bedingung, dass i kleiner gleich n sein muss. I wurde in jedem Schleifendurchlauf inkrementiert und initialisiert wurde das i mit 1. Ja, und das ist so etwas, was wir jetzt hier eben in so einer Vorschleife auch häufig so reinschreiben, dass wir da i gleich 1 reinschreiben. Dann sagen wir, wir wollen
dass es bis 100 läuft. Und wir wollen in jedem Schleifendurchlauf unser I erhöhen. Das heißt, bevor die Schleife zum allerersten Mal betreten wird, wird das I mit 1 initialisiert. Das ist die Initialisierung, die wird einmal gemacht. Vor jedem einzelnen Schleifeneintritt wird die Bedingung geprüft, ob die gilt. Und wenn die gilt, wird die Schleife betreten. Und als allerletzter Befehl in jedem Schleifendurchlauf, also Sie können sich vorstellen, dass vor der schließenden geschweiften Klammer noch eine zusätzliche Zeile stehen würde, die wir aber nicht sehen, wird dann immer das I inkrementiert. Ja? Das ist so ein typisches Muster für eine Vorschleife. Da können auch andere Inkremente drinstehen. Sie können da drin auch I um 3 erhöhen, wenn Sie das wollen. Oder Sie können I von 5000 bis 700 runterzählen oder irgendwie sowas. Aber so ein ganz einfaches Muster ist erstmal dieses. Wir fangen bei 1 an, wir laufen bis zu irgendeinem Wert, den wir uns ausgerechnet oder vorgegeben haben, und wir erhöhen immer um 1. Das werden wir in der nächsten Veranstaltung zum Thema Array noch in extenso sehen. So, und was wollen wir jetzt machen? Wir wollen mal die Quadratzahlen ausgeben. Und zwar soll das so aussehen. Ich möchte so eine Tabelle ausgeben, also die Quadratzahlen von 1 Quadrat bis 100 Quadrat. Und das soll so aussehen. Und 1 Quadrat ist 1, 4, 9, 16 und dann haben wir hier 10.000. Wie muss ich jetzt die Ausgabe aufschreiben, damit ich das so schön hinkriege? Na, das bekommen wir jetzt mit so einem normalen Print-LN-Befehl, nur mit großer Verrenkung hin, ja? Genau, System, ich schreibe es einmal aus. out.printf. Sie denken daran, dass eine Zeile in Java oder dass eine Anweisung in Java auch einfach auf der nächsten Zeile weitergehen kann, solange kein Semikolon gekommen ist. Ja? Ich kann jetzt also auf der nächsten Zeile einfach weiterschreiben und der Compiler löscht dann die Leerzeichen sozusagen raus. So, Formatstring brauchen wir, ja? D. Und dann, also unsere größte, unsere längste Zahl, die wir ausgeben wollen, hat 5 Stellen. Also sagen wir mal, wir reservieren uns mal 7. Ja? Sagen wir 7, oder? Sonst ist das so aneinander geklatscht, ne? So, und an der Stelle möchte ich jetzt mal den Formatstring beenden. Sie wollten jetzt wahrscheinlich noch den Zeilenumbruch einfügen, oder? Das machen wir dann extra. So, das ist der Formatstring. Das heißt jetzt also, wir sagen, wir geben erstmal eine ganze Zahl aus mit 3 Stellen und danach eine ganze Zahl mit 7 Stellen. Und falls die Zahl kürzer ist, füllen wir von links mit Leerzeichen auf. So, und was muss ich jetzt aber dahinter schreiben? Jetzt muss ich ja noch sagen, welches ist die erste Komponente und welches ist die zweite Komponente. Die muss ich ja jetzt komma getrennt dahinter schreiben. Ja? Genau, I und I mal I. Das heißt, ich kann hier auch eine Berechnung reinschreiben. Also I Quadrat ist ja I mal I. Und die kann ich auch direkt da reinschreiben. Und die wird dann sozusagen in der Reihenfolge, wie diese Prozentangaben dann kommen, werden dann die weiteren Parameter einfach eingesetzt. So, und das war jetzt im Prinzip schon alles. Wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass wir einen Zeilenumbruch machen. Und wenn wir einfach nur einen Zeilenumbruch machen wollen, dann kann man dafür auch schreiben system.out.println, ohne ein Argument anzugeben. Wir hätten natürlich auch ein Backslash n an den Formatstring hinten anketten können. Das wäre auch möglich gewesen. So, das ist die Idee von der Vorschleife. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wir wollen jetzt mal die Anzahl der Permutationen berechnen.
Das kennen Sie aus der Schule, möglicherweise haben Sie es verdrängt. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal an, wir hätten so Hütchen und die wären mit Buchstaben beschriftet. Und die Anzahl der Permutationen ist jetzt die Frage, in wie vielen verschiedenen Reihenfolgen kann ich n Hütchen aufstellen. Also wir nehmen mal an, das erste Hütchen hätte Buchstaben A, da gibt es genau eine Reihenfolge. Ja, das kann ich hinstellen oder ich kann es eben einfach nur hinstellen. So, wenn ich ein zweites habe, dann kann ich die aufstellen AB oder BA. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten, diese Hütchen aufzureihen. Wie sieht das aus bei drei Hütchen? Welche Möglichkeiten habe ich jetzt und wie viele? Ja, sagen Sie mal an. 6, und zwar ABC, ACD, BAC, BCA, CAB, CBA. Sehr schön, auch in der richtigen Reihenfolge. Genau, das sind jetzt 6 verschiedene Permutationen. So, jetzt, wie wird denn das weitergehen? Nehmen wir an, wir hätten jetzt noch ein Hütchen D. Und wir schauen uns jetzt einmal das ABC an. An wie vielen verschiedenen Positionen von diesem ABC könnte ich jetzt dieses Hütchen D aufstellen? Also wenn jetzt noch eins dazu käme, ja? Genau. Genau, wir könnten jetzt an 4 verschiedenen Positionen das D noch hinstellen. Vors A, vors B, vors C, hinters C. Das heißt, wir haben für jede der 6 Möglichkeiten nochmal 4 dazu. Das heißt, beim nächsten kämen wir auf 24. So. Und diese Funktion, die nennt man Fakultät. Und die schreibt man mathematisch so auf. Das ist nicht das Ausrufezeichen aus Java, was nichts bedeutet, sondern das ist das mathematische Fakultätszeichen. Und die definiert sich zu 1 mal 2 mal 3 mal und so weiter mal n. Ja? Das ist die Fakultät. Und die wollen wir jetzt mit einer Vorschleife und mit einer While-Schleife und mit einer Do-While-Schleife mal ausrechnen. So, also, wir nehmen an, wir bekommen jetzt ein N eingegeben. Haben Sie eine Vorstellung davon, was das größte N ist, was man hier eingeben darf, wenn man die Fakultät berechnet? Ja? Wie bitte? 25 bei, in der Größenordnung von Long vielleicht, also hier sind es jetzt so 13. Ja? Also wenn Sie jetzt so einen normalen Taschenrechner haben und Sie geben da eine Zahl ein, Größe 13, wollen die Fakultät berechnen, dann zieht er sich kurz zurück und zerfällt dann rauchend in seine Einzelteile. Okay, auch hier wieder. Was brauchen wir an Variablen jetzt, um mit einer Schleife hier dieses Produkt zu bestimmen? Wir brauchen wieder irgendwas, wo wir das Zwischenergebnis drin speichern. Das wäre jetzt, ich nenne es mal f. Das müssen wir auch initialisieren. Wie wird das initialisiert? Ja? Mit 1, genau, weil wir jetzt immer dran multiplizieren und das neutrale Element ist eben die 1. So, und jetzt schreibe ich die Vorschleife mal in einer leicht anderen Form auf, um Ihnen einfach zu zeigen, dass das auch geht. Und dann brauchen wir eine Laufvariable. Das hatten wir vorhin bei der Summe auch. Da hatten wir auch eine Variable, die immer weiter lief. So, beziehungsweise bei dem 2 hoch n hatten wir das. Ich kann jetzt die Initialisierung auch so machen. Ich kann also direkt die Variable auch bei der Initialisierung noch deklarieren.
Ja? Man kann sich das wirklich so vorstellen, als ob dieses Stück, was jetzt vorne in der Klammer steht, bis zum ersten Semikolon, als ob das vom Compiler rausgenommen wird, vor das For davor gesetzt wird und dann als Initialisierung eben einmalig ausgeführt wird. Und der Rest ist dann im Prinzip wie eine While-Schleife. Also eine For-Schleife ist im Prinzip eine vereinfachte While-Schleife. So, wie weit muss man laufen? Wir wollen einmal, zweimal, drei, ja? Ne, 13 ja nicht, sondern, also unser Programm nimmt ja jetzt eine Zahl entgegen. Wie heißt die Zahl, die wir eingelesen haben? Nee? N. Ne? Also, und muss das N mitmultipliziert werden oder nicht? Ja, also kleiner gleich N, ja? So, und dann machen wir hinten I++. So, und jetzt machen wir hier einfach nur f ist gleich f mal i. Wichtig, ja? Unser i ist jetzt die Laufvariable, die jeden einzelnen Wert auf dem Weg von 1 bis n annimmt. Das heißt, wir rechnen f ist gleich f mal i. Es gibt auch eine verkürzte Schreibweise, die geht so, f mal ist gleich i. Das ist genau dasselbe, ich rate Ihnen aber davon ab, das zu verwenden. Einfach aus Gründen der Erkennbarkeit und der Verständlichkeit und der Wartbarkeit. So, und das war's schon. Jetzt machen wir wieder unsere Ausgabe. Wie muss ich jetzt schreiben, N-Fakultät ist gleich F? Was muss ich da jetzt schreiben? Also wenn ich jetzt ausgeben will, 6 Fakultät ist gleich 720. Das will ich jetzt ausgeben. Ja? Oder? Ja? N plus Ausrufezeichen gleich F. Also gleich plus. So, ja? Oder? Ja, Sie haben leider den Delay. Genau, so würde man das mit einer For-Schleife machen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie wir das mit einer While-Schleife machen würden. Und dazu können wir jetzt diese Schleife, diese For-Schleife, wirklich 1:1 in die While-Schleife übersetzen. Wir schauen uns das jetzt einmal an. Dieses NextInt lasse ich mir jetzt, das spare ich mir jetzt. Also, wir sagen jetzt, f ist gleich 1. Wir initialisieren wieder unser f. Jetzt nehmen wir den Initialisierungsteil aus der Vorschleife raus und schreiben den einfach als Zeile hin. Int i ist gleich 1. Jetzt schreiben wir while und schreiben die Bedingung, die in der Vorschleife in der Mitte steht, oben. I kleiner gleich n. Jetzt kommt der Rumpf aus der Vorschleife. F ist gleich f mal i. Und jetzt kommt als letzte Operation im Schleifenrumpf das Inkrement aus der Vorschleife. I++. Umrühren, fertig. Ja? Also eine Vorschleife lässt sich 1:1 in eine While-Schleife übersetzen, indem man eben den Teil hier davor setzt, den Teil in die Bedingung rein, und den Teil als letzte Zeile in den Schleifenkörper oder in den Rumpf. So, und der Vollständigkeit halber machen wir jetzt noch die While-Schleife, sonst müsste ich mir nachher wieder das Gejammer anhören, wenn ich in mein Büro zurückkomme. Ja, While-Schleife machst du in Vorschleife und ich nie. Und deswegen schreiben wir jetzt noch While dazu. Also f gleich 1. I gleich 1. So, nun sagen wir einfach du. Und jetzt kommt genau dasselbe wieder. F ist gleich F mal I. I++. Und dann while, hoppla, I kleiner gleich
Also so hängen diese verschiedenen Schleifen miteinander zusammen. Mitunter ist es nicht ganz so einfach, von einem Schleifentyp auf einen anderen zu übersetzen, weil man vielleicht dann doch die Bedingungen anpassen muss. Insbesondere in Richtung einer Do-While-Schleife muss man unter Umständen beachten, dass in der While-Schleife ja, oder dass die While-Schleife generell übersprungen werden könnte. Das kann also dann sein, dass da noch ein If dazukommen muss, in der Schleife drin oder irgendwie sowas. Aber so vom Grundprinzip her kann man das so machen. So. Die gute Nachricht ist, wir haben die Zeit wieder aufgeholt. So, das ist ja jetzt alles relativ einfach gewesen, was wir hier gesehen haben. Deswegen möchte ich jetzt mal an einem etwas komplizierteren Beispiel die Mächtigkeit der Schleifen noch mal ein bisschen intensiver darstellen. Und zwar wollen wir jetzt mal den größten gemeinsamen Teiler bestimmen. Größter gemeinsamer Teiler, GGT, ist Ihnen aus der Mathematik in der Schule noch bekannt. Also, wir haben irgendwie zwei Zahlen und von denen wollen wir den GGT bestimmen. Was ist das? Nehmen wir mal an, wir haben 60 und 18. Was ist da jetzt der größte gemeinsame Teiler? Also der größte gemeinsame Teiler ist jetzt die Zahl, durch die sowohl die 60 als auch die 18 ganzzahlig geteilt werden kann. Und davon gibt es einige. Und von denen, die es da gibt, wollen wir die größte haben. Ja? Das wäre jetzt 6, genau. So, Sie sind da jetzt durch scharfes Hingucken drauf gekommen. Wir wollen einmal schauen, wie man da etwas theoretischer hinkäme. Und dazu machen wir mal eine Primfaktorenzerlegung der beiden Zahlen. Wie zerlegt sich denn die 60 in Primfaktoren? 60 ist durch 2 teilbar, also schreiben wir einmal die 2 auf. Und dann bleiben 30 übrig. 30 ist wieder durch 2 teilbar, also schreiben wir die 2 auf und es bleiben 15 übrig. 15 ist nicht durch 2, aber durch 3 teilbar. Also wir laufen jetzt einfach immer die Primzahlen von unten durch, bis wir einen Teiler finden. Und dann bleibt die 5 übrig und die ist selber prim. Wie sieht das bei der 18 aus? Naja, 18 durch 2 ist 9. Durch 3 ist 3. Und das ist der letzte Primfaktor. So. Und die gemeinsame Teilmenge dieser Primfaktorenzerlegung, das ist jetzt der größte gemeinsame Teiler. Und die gemeinsame Teilmenge ist 2 mal 3. Und das ist völlig überraschend, genau die 6. Ja? So. Wie kann man das jetzt mit einem Programm machen? Wir wollen jetzt hier keine Primfaktorenzerlegung oder sowas machen. Was wäre denn jetzt die stumpfsinnigste Variante, wie man rausfinden könnte, was der größte gemeinsame Teiler ist? Ja? Man probiert alle Zahlen von 1 bis 60 aus. Das ist konzeptionell richtig, die Zahlen stimmen noch nicht ganz, was Sie gesagt haben. Man probiert einfach durch. Das ist immer das Stumpfsinnigste, was man machen kann. Ja? Aber was probieren wir durch? Überlegen Sie nochmal. Also, welche Zahlen können denn überhaupt nur Teiler von beiden sein? Ja? Alle Zahlen von 2 bis 17. Warum die 18 nicht? Aber wenn jetzt 60 ein Vielfaches von 18 wäre, wäre 18 der größte gemeinsame Teiler, oder? Also wir probieren irgendwie alle Zahlen von 1 bis 18 aus. Und sobald wir eine finden, sobald wir eine finden,
durch die sowohl die 60 als auch die 18 teilbar ist, haben wir einen Teiler gefunden. Und wie stellen wir es denn jetzt clever an, dass wir als ersten Teiler auch den größten finden? Ja? Indem wir von der 18 runterzählen und nicht von der 1 hoch. Genau. Ja? Ist das allen klar? Wenn ich jetzt bei der 18 anfange und probiere die 60 durch 18 zu teilen und die 18 durch 18, dann klappt das nicht. Dann probiere ich es mit der 17, mit der 16, mit der 15 und so weiter nach unten, bis ich irgendwann, das wissen wir ja jetzt, bei der 6 angelangt bin und dann habe ich den Teiler gefunden. Genau, das ist also das Prinzip. Wir zählen von oben nach unten runter, bis wir einen Teiler gefunden haben. Einen gemeinsamen. So, wie geht das? Wir müssen erstmal zwei Zahlen einlesen wieder. X ist die erste Zahl. Und Y ist die zweite Zahl. Sie denken sich jetzt auch wieder die prosaischen Texte dazu, die wir jetzt ausgeben würden, bitte eine Zahl eingeben oder irgendwie sowas. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch was. Was wollen wir denn berechnen? Ja? Genau, den müssen wir irgendwo speichern. Das heißt, wir brauchen eine Variable, die sinnvollerweise auch Teiler heißt. So, jetzt hatten Sie gesagt, wir fangen bei der 18 an. Welche Eigenschaft hat denn dazu geführt, dass Sie gesagt haben, wir fangen bei der 18 an? Warum fangen wir bei der 18 an und nicht bei der 60? Ja? Weil was? Ja, wenn jetzt die 18 vorn stehen würde, wäre x 18. Welche Eigenschaft der 18 hat er jetzt dafür gesorgt? Die ist die kleinere der beiden Zahlen, genau. Wir müssen also bei der kleineren der beiden Zahlen anfangen. Unser Teiler ist ja die Zahl, mit der wir anfangen zu teilen. Das heißt, wir müssen jetzt dem Teiler die kleinere Zahl zuweisen. Wie machen wir das? Also ich könnte jetzt einen bedingten Ausdruck hinschreiben mit dem ternären Operator, mit dem Fragezeichen Doppelpunktoperator. Den habe ich Ihnen aber absichtlich nicht erklärt, weil ich glaube, dass der sehr unübersichtlich ist. Wir müssen also irgendwie mit einer... Ja? Ich würde sagen, genau, mit einer bedingten Anweisung. So, und da wir uns Arbeit sparen wollen, machen wir eine Wette. Wir sagen jetzt, wir vermuten aus irgendwelchen Gründen, dass der Benutzer die kleinere Zahl zuerst eingegeben hat und sagen jetzt einfach mal, wir weisen jetzt erstmal dem Teiler das x zu. Und jetzt kommt ihr if. Was müsste da jetzt stehen? Ja? Ich würde es jetzt mal mit dem x schreiben, damit klar ist, dass es um die beiden Zahlen geht, aber natürlich haben Sie recht, weil wir das x vorher dem Teiler zugeordnet haben. Also, wenn es x größer ist als y, also es nicht die kleinere Zahl war, ja, dann ändern wir den Teiler und sagen, der ist jetzt y. So, und jetzt ist sicher, dass im Teiler die kleinere der beiden Zahlen drin steht. Ja? Das ist auch so ein Muster. Wir initialisieren einen Wert mit irgendeinem anderen Wert und überprüfen dann, ob wir die Initialisierung gegebenenfalls nochmal ändern müssen. Und für die Initialisierung nimmt man halt sinnvollerweise den plausibleren Wert. Das ist jetzt hier nicht vorhersagbar, ob der Benutzer zuerst den kleinen oder den großen eingibt, aber manchmal hat man eine Vorstellung davon, wie wahrscheinlich es ist, dass der erste, zweite oder dritte Wert derjenige ist, den man am Ende haben will. Und dann wählt man den entsprechend aus. Ja? Das hängt jetzt wieder von der Fachlichkeit des Programms ab, was Sie schreiben.
Dadurch spart man sich eine Zuweisung am Ende. So, und jetzt können wir loslegen. Jetzt haben wir im Teiler die kleinste Zahl drinstehen. Und dann kommt unsere While-Schleife. Die Bedingung schreiben wir nachher gleich auf. Was müssen wir denn im Schleifenkörper tun? Also wir bleiben ja in der Schleife drin, wenn wir den Teiler noch nicht gefunden haben. In unserem Beispiel jetzt, wir versuchen es mit der 18 und werden in der Schleifenbedingung feststellen, dass die 18 nicht klappt. Was müssen wir dann in der Schleife tun, ja? Den Teiler um 1 verringern, genau. Teiler minus minus. Und das war's schon. Mehr passiert in der Schleife nicht. Wir verringern einfach den Teiler. Wie muss dann jetzt die Bedingung lauten? Wann können wir die Schleife verlassen? Oder wann müssen wir die Schleife nochmal betreten? Sagen Sie es erstmal auf Deutsch und nicht auf Java. Ja? Ah, was ist, wenn, nehmen wir mal die 9, 18 ist durch 9 teilbar, aber 60 nicht. Also beide ist, ne, 18 ist aber durch 9 teilbar. Also nicht beide nicht, sondern eine der beiden darf. Ja, also wenn der Test auf Teilbarkeit bei einer der beiden fehlschlägt, dann müssen wir in der Schleife drin bleiben. So, das schreibe ich jetzt mal auf. Also, wenn, oder Sie sagen es mir mal. 60 geteilt durch 3 durch 60 ist das x geteilt durch 5 Teiler. Modulo, ja? Genau, kein Rest. Wenn das keinen Rest hat, dann ist also der Rest 0. Oder genau. Das ist doch Unsinn, was ich hier aufschreibe. Ungleich muss ich das schreiben. Also wenn entweder x geteilt durch Teiler einen Rest hat oder y geteilt durch Teiler einen Rest hat, dann ist nämlich der Rest ungleich 0. Dann müssen wir in der Schleife bleiben. Ja? Ich sehe so leichtes Stirnrunzeln hier. Also das sind die Grundlagen. Das sind jetzt wirklich die Basics. Das müssen Sie verstehen. Und wenn Sie es jetzt nicht verstehen, dann müssen Sie sich heute Abend hinsetzen und sich nochmal die Vorlesung zum Thema bedingte Ausführungen reinziehen und diese hier nochmal reinziehen. Das sind ganz grundlegende Informatikoperationen. Rechnen mit Rest und solche Sachen. Verknüpfung von Rechenergebnissen und von bedingten Ausdrücken. Ja, also jetzt wissend ins Geschehen nicken und heute Abend zu Hause alles nochmal genau angucken. Ja, und dann schreiben wir wieder unseren Teiler raus. Ja? Also in dem Moment, wo die Schleife verlassen wird, können zwei Dinge eingetreten sein, nämlich entweder ja? Und wenn es keinen gemeinsamen Teiler gibt, warum wird dann die Schleife verlassen? Also welcher Teiler geht hier immer? Die 1, genau. Also entweder haben wir die 1 erreicht, oder wir haben einen Teiler gefunden, der größer ist als 1. So, also hier schreiben wir jetzt rein, irgendwie der größte gemeinsame Teiler von x und y ist. Und dann schreiben wir hinten Plusteiler. So, das ist jetzt sicherlich sofort einsichtig, dass das ein extrem dämlicher Algorithmus ist. Ja, was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn wir das GGT von 1000 und 1002 berechnen wollen? Ja, dann teilen wir 1002, ja? Wir zählen runter bis?
Also wir teilen die 1002 durch 999, 998, 997, 96 und so weiter und denken, das kann alles nicht wahr sein hier. Und dann kommen wir irgendwann bei der 2 an und finden den GGT. Ja? Also wir machen so über den Daumen 1000 Schleifendurchläufe, bis wir den GGT dann mal gefunden haben. Und da gab es einen schlauen Herrn im alten Griechenland, der hieß Euklid. Und der hat sich vor langer Zeit da schon mal Gedanken zu gemacht, wie das gehen könnte. Er saß Samstagnachmittag, kurz vor der Sportschau, saß er da und hat sich gedacht, ja Moment mal, wenn wir zwei Zahlen haben, x und y, dann können wir die ja so aufschreiben. Wenn die denselben Teiler haben, muss ja gelten, dass x eben dieser Teiler mal irgendein Faktor 1 ist und y ist genau derselbe Teiler mal irgendein Faktor 2. Und dann hat er sich gedacht, naja, was passiert denn, wenn ich jetzt y von x abziehe? Was kommt denn da raus? Da kommt raus, t mal f1 minus f2. Und warum macht uns das jetzt glücklich? Was bedeutet das denn jetzt? Das bedeutet, wenn die einen gemeinsamen Teiler t haben, dann hat auch die Differenz der beiden diesen Teiler. Ja? Das heißt, wir müssen gar nicht mit den beiden Zahlen rechnen, sondern wir können die erstmal kleiner machen. Und können dann weiterrechnen. So, und jetzt kommt was, was man in der Informatik ganz oft macht. Das werden wir im Kapitel Rekursion noch wesentlich öfter sehen. Das Problem mit 60 und 18 ist uns einfach viel zu kompliziert. Boah, keine Ahnung, wie das geht, alles viel zu schwer. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal wir vereinfachen jetzt das Problem. Wir ziehen jetzt die 18 von der 60 ab. Was kommt denn da raus? 42 und 18. Ja? Also wenn wir nicht auf Anhieb wissen, wie wir ein Problem lösen können, dann machen wir es erstmal kleiner. Dass das geht, hat Euklid gezeigt. So, jetzt haben wir gesagt, 42 und 18 kommen hier raus. Das ist immer noch alles viel zu kompliziert. Also machen wir weiter. Wenn der Teiler in 42 und 18 drin steckt, ja, dann steckt er auch in 24 und 18 drin. Ja? Das ist aber immer noch alles viel zu schwierig. Das heißt, der steckt ganz sicher auch in 6 und 18 drin. In 6 und 18 habe ich auch immer noch gar keine Vorstellung davon, was der GGT ist. Also machen wir da weiter. 6 und 12. Ja, wir ziehen immer die kleinere von der größeren ab. In 6 und 12 gemeinsamer Teiler, boah, ist das alles kompliziert. Und dann kommen wir zu 6 und 6. Ja, und wenn wir jetzt weitermachen würden, kämen wir zu 0. Das heißt, jetzt haben wir unseren GGT gefunden. Die 6. Das ist doch ziemlich clever, oder? Wir haben uns also überhaupt gar nicht mit irgendwelchen Berechnungen auseinandergesetzt. Wir machen hier gar keine Modulo-Operation oder irgend so ein Kram, sondern wir ziehen einfach so lange die Zahlen voneinander ab, bis sie gleich sind. Und dann haben wir den Teiler gefunden. Ja? Das ist die Idee, dass der Teiler in der Differenz immer enthalten ist.
Und dann können wir einfach so lange die Differenz bilden, bis es nicht mehr weitergeht. So, und dann wird das Programm natürlich wesentlich einfacher, was wir dann aufschreiben. Wie lange müssen wir das Prinzip, was ich hier gerade gezeigt habe, weitermachen? Ja? Na, sagen Sie mal nicht bis, sondern sagen Sie mal so lange. Solange x und y nicht gleich sind, also ungleich sind, so lange müssen wir weitermachen. Also x ungleich y. So, was machen wir dann in der Schleife? Wir müssen jetzt immer eine der Zahlen ja verändern. Welche müssen wir verändern? Ja? Man zieht von der größeren Zahl die kleinere Zahl ab. Genau, wir müssen also herausfinden, welche ist die größere. Und von der ziehen wir die kleinere ab. Also wenn x die größere ist, dann rechnen wir, x ist gleich x minus y. Und ansonsten muss ja y die größere sein, ansonsten hätte die Schleifenbedingung uns schon rausgeschmissen. Sagen wir, y ist gleich y minus x. So. Da sehen Sie, dass das hier an dieser Stelle ist, dieser Wechsel passiert. Ja, an dieser Stelle ist dann plötzlich y größer geworden. Das kann auch mehrfach wechseln. So. Das ist alles. Danach machen wir die Ausgabe. Wieder System out print. Irgendwas plus. Ja, plus was denn? Wo steht jetzt unser Ergebnis? Ja? Der steht jetzt in x und in y. Genau. Also können wir uns jetzt aussuchen, welche wir ausgeben. Und dann geben wir mal x aus. So. Ja, das hat der Euklid sich ausgedacht. Und dann hat er sich gedacht, ja? Wenn man jetzt zurückgeht zum Beispiel, was wir vorhin hatten, mit der 1000 und der 1001 jetzt zum Beispiel, das wird auch eigentlich genauso sein, glaube ich. Wenn man hat 1000 zu 1001, dann zieht man die 1000 ab, dann hat man die 1000 nur 1 und dann zieht man 1000 mal die 1 ab. Also das dauert auch nicht genau so. Ja, das stimmt, aber es gibt natürlich immer Ausreißer, klar. Aber wir werden jetzt gleich noch was sehen. Bei dem Beispiel mit 60 und 18 hätten wir mit dem anderen Algorithmus 12 Durchläufe gebraucht, ja, von 18 bis 6, und jetzt brauchen wir nur noch 6. Also natürlich gibt es immer Fälle, in denen es trotzdem schief gehen kann. Und das hat sich auch Euklid gedacht, einen Tag später, kurz vorm Tatort, und sagte, Moment mal, das kann man doch noch beschleunigen. Und wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, was haben wir denn hier gemacht mit der 60 und der 18? Wir haben jetzt die 18 von der 60 abgezogen. Wie lange? Ja? Bis x kleiner war als y. Also wir sind mit 60 und 18 gestartet. Und sind dann bis hier hingekommen. Und ab dort haben wir was anderes gemacht. Welche Operation steckt denn da jetzt drin? Ich ziehe so lange eine Zahl ab, bis ich die nicht mehr abziehen kann. Ja? Ja, das ist eine, ja, aber welche mathematische Operation steckt denn da drin? Was ist denn jetzt dieses 6, die hier übrig geblieben ist? Ja? Das ist der Rest, genau. Wenn ich jetzt immer wieder 18 abziehe, dann kann ich auch 60 durch 18 teilen und gucken, was übrig bleibt. Das ist genau dasselbe Prinzip. Ja? Also wir kommen jetzt, wenn wir jetzt hier sagen würden, x modulo y, dann kämen wir mit einem Sprung von der 60 zu 6. Und das ist der sogenannte Turbo-Euklid. Ich weiß nicht genau, ob es im alten Griechenland schon Turbomotoren gab.
Und der macht sich eben genau diesen Zusammenhang zunutze, dass wir nicht immer wieder abziehen, sondern dass wir einfach den Rest hernehmen können. So, das müssen wir uns jetzt aber einmal visualisieren, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass sowohl x als auch y jetzt ständig neue Werte bekommen. Also, wir fangen mal an mit x, y. X ist 60, y ist 18. Unser x muss immer die größere der beiden Zahlen sein. Das heißt, beim nächsten Mal haben wir hier 18 und 6. Ja, damit wir immer x Modulo y rechnen können, müssen wir dafür sorgen, dass das x immer die größere ist. So. Und dann geht es weiter. 18 Modulo 6 ist 0. Genau. Also ist die größere die 6 und die kleinere ist die 0. So, und wenn wir im y die 0 erreicht haben, ja, dann kann man nicht mehr weiter teilen. Dann haben wir das Ende erreicht. Dann steht im x der GGT drin und im y unser Indikator dafür, dass wir fertig sind. So, wie sieht das jetzt in der allgemeinen Form aus? Das heißt, wir haben immer x und y. Welche Zahl wird jetzt x? Also was ist das neue x im nächsten Durchlauf? Schauen Sie sich mal das Schema da oben drüber an. Ja? Das alte y, genau. Also. Und was ist das neue y? Ja? X Modulo y. Und das müssen wir jetzt einfach implementieren. So, wie lange müssen wir in der Schleife bleiben? Was hatten wir festgestellt? Ja? Solange y nicht 0 ist, ja? Denn y gleich 0 war unser Indikator dafür, dass Ende ist. So, jetzt müssen wir beide Variablen verändern. Das bedeutet, wir müssen einmal den Zustand einer Variable irgendwo hin sichern. Das heißt, wir machen uns einmal eine temporäre Variable, in die speichern wir einmal das x Modulo y rein. Dann machen wir den nächsten Schritt und sagen, das neue x ist das alte y. Und dann speichern wir den Wert, den wir uns gemerkt haben, ins y rein. Fertig. Und dann machen wir unsere Ausgabe. Der GGT von x und y ist plus, wo steht der jetzt drin? In x. Genau, was haben wir jetzt nicht gemacht? Was habe ich jetzt hier nicht gemacht? Ja? Man müsste noch überprüfen, ob x größer ist als y. Und das ist die zweite clevere Geschichte an diesem Algorithmus. Wir überlegen uns das mal, was passiert. 18 und 60. Wenn wir jetzt rechnen, x Modulo y, was kommt denn da raus? 18 Modulo 60 ist? Ja? Ist 18 Rest? Also 18 Modulo 60 ist 18 und was ist der Rest? Entschuldigung, 18 Modulo 60 ist, genau, ist 18 und das y wandert ja hier rüber
und wird 60. Ja? Also 18 modulo 60 ist 0 Rest 18. Und das y wandert ja immer ins x rein. Das heißt, für den Fall, dass jetzt x und y falsch rumstehen, haben wir eine extra Operation. Und mit dem Verfahren geht jetzt auch Ihr Beispiel von 1000 und 1001 ganz schnell zu Ende. Weil man sofort im ersten Versuch Rest 1 hat und dann war es das.